Sucht ihr auf dem Markt etwas Spezielles? Was braucht ihr, meine Liebe? Eine Paketlieferung vielleicht? Mein Name ist Hawk. Ich habe hier einen Brief von einigen Magierfreunden. Ja, ich sehe schon. Werft einen Blick auf die Rückseite unserer Anschlagtafel, um euch unsere speziellen Preise anzusehen. Es ist gefährlich, Abtrünnigen zu helfen. Wenn die Templer euch in die Finger bekommen, gnade euch Gott. Eine meiner Schwestern ist eine Magierin. Sie war ein liebenswürdiges Kind und so großherzig. Sie wurde letztes Jahr zu einer Besänftigten gemacht. Die Templer behaupteten, sie stelle eine Gefahr dar. Jetzt ist es, als wäre sie überhaupt nicht mehr da. Dieses Schicksal sollte niemandem aufgezwungen werden. Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie Magier leiden. Seid gesegnet, meine Liebe. Ihr findet sämtliche Details auf der Anschlagtafel. Kommt einfach wieder zu mir, falls ihr euch einer der Anfragen annehmen solltet. Kirkwall ist auch nicht mehr das, was es mal war. Schon mal die Frauen der Rose in ihrer ganzen Pracht gesehen, Elf? Wollt ihr bestimmt keinen Zusatz weiter? So ein schmutziger Knabe. Das hatte mit Jevon ein Ende, genau wie eure zusätzlichen Lieferungen. Das Tor zu den Kunari. Sie mögen keine Besucher. Serah Hawk. Messer? Bei unserer letzten Begegnung kannte ich euren Namen. Er interessierte mich nicht. Ihr habt euer Schicksal im Laufe der Jahre verändert. Die Kunari jedoch nicht. Ich möchte euch eine Gefälligkeit erweisen, Hawk. Jemand hat etwas gestohlen, das er für die Formel zur Herstellung des Guardlock hält. Ihr werdet Jagd auf ihn machen wollen. Entschuldigt, aber das klingt nach einer beachtlichen Leistung. Wir haben es zugelassen. Die gestohlene Formel war nur ein Köder. Sarkamek. Kein Sprengstoff, sondern ein giftiges Gas. Eine kleine Menge davon ist für eure Art bereits äußerst gefährlich. Wenn es jedoch in großen Mengen hergestellt wird, beispielsweise um es zu verkaufen. Dieser Händler, Javaris. Wäre er vorsichtig? Oder würde er von einem Erfolg ausgehen und so viel davon herstellen, dass es eine Gefahr für ein ganzes Viertel wäre? Wie ich sagte, eine Gefälligkeit, Hawk. Ihr werdet Jagd auf ihn machen wollen. Javaris hat sich ziemlich viel Zeit gelassen, um den Diebstahl in die Tat umzusetzen. Seid ihr sicher, dass er es war? Auch andere haben nach dem Guardlock gefragt. Aber nur er hat sich entschieden, sich auch über ein Nein hinaus davon blenden zu lassen. Sind denn für einen hasserfüllten Narren 3 Jahre eine so lange Zeit? Mir fehlt die Fähigkeit, eine derartige Schwäche zu verstehen. Sein Verbrechen scheint offensichtlich zu sein. Weitere Beweise könnten für viele den Tod bedeuten. Ich würde nicht abwarten. Ich danke euch, dass ihr mich darüber informiert habt. Ich denke schon seit langem, dass sich diese Stadt selbst vernichten wird. Dies hier hätte das Unvermeidliche nur beschleunigt. Panahaden Hawk, ich bin äußerst gespannt, ob ihr das überlebt.
Wir jagen also einen Dieb? Dann sollten wir uns als erstes bei der Coterie nach ihm erkundigen. Dieser Hund. Naja, vielleicht verleihen ein paar Bissspuren diesem Ding ja... In Ferelden gilt euer Hund als Statussymbol, nicht wahr? Ich habe gehört, man erachtet dort die Treue eines Mabari als ultimativen Beweis für den Charakter seines Besitzers. Genau das ist er. Mein eigenes lebendes, atmendes, sabberndes Statussymbol. Hunde interessieren sich nicht für weltliche Macht. Der Erbauer würde es bestimmt begrüßen, wenn wir von ihnen lernen würden. Lass dir das nicht zu Kopf steigen. Ich habe mich gefragt, ob ich nicht vielleicht wieder heiraten sollte. Ich bin mir sicher, das Letzte, was du brauchst, ist deine Mutter, die dir jedes Mal, wenn du nach Hause kommst, über die Schulter sieht. Aber vielleicht gibt es ja doch noch so etwas wie ein Leben, wenn die Kinder einem erstmal entwachsen sind. Du hast eine Menge durchgemacht. Und du verdienst jegliches Glück, das dir begegnet. Ich danke dir, mein Schatz. Niemand wird jemals deinen Vater ersetzen können. Aber die Vorstellung, dass mich auch in meinem Alter noch jemand umwirbt, ist einfach erfrischend. Boom! Oh, er hat es mal wieder geschafft. Ich werde nie verstehen, wie er das anstellt. Ich bin noch nie einem Zwerg wie ihm begegnet. Liegt das vielleicht in eurer Familie? Ganz und gar nicht. Aber Sandal ist auch nicht mein Leiblicher. Ich habe ihn in den tiefen Wegen gefunden, als ich Ozymar verlassen habe. Aber ich habe ihn wie mein eigen Fleisch und Blut aufgezogen. Ist es nicht so, mein Junge? Ich mag Bodan. Er war schon immer so. Er hat immer irgendwelche Dinge gefunden und sie verzaubert. Ein wenig merkwürdig ist das schon, denke ich. Es ist ziemlich hilfreich, Sandal in der Nähe zu haben. Ja, das ist es. Das habe ich schon immer gesagt. Nur der Erbauer weiß, was aus ihm werden soll, wenn ich einmal nicht mehr bin. Ich versuche nicht darüber nachzudenken. Ich möchte Kuchen. Ich habe im Schuppen etwas Garstiges gesehen. Darf ich Salamander haben, bitte? Lieber nicht. Ich glaube, Sie sind der Grund für das Boom. Euer Haus ist hübsch. Der große Turm im See ist unheimlich. Er meint die Galgenburg und ich muss ihm absolut zustimmen. Ich will nach Hause. Eines Tages können wir wieder nach Ferelden zurückkehren. Ich verspreche es dir. Ich mache Verzauberungen. Der große Turm im See ist unheimlich. Er meint die Galgenburg.